jetzt zusammen. Ja, als allererstes vielen, vielen Dank für das wahnsinnig geile Feedback auf mein letztes Video. Es hat mich echt aus den Latschen gehauen, als ich das gesehen habe, weil ich war so wahnsinnig unsicher, ob ich das überhaupt hochladen soll, weil das ja schon sehr derbe und sehr negativ gewesen ist. Und da habe ich erst gedacht, so jetzt kommen ganz viele Kommentare, was zum Henker mit mir los ist, ob ich betrunken wäre, auf Drogen oder jetzt völlig durchgeknallt. Die Ausdrucksweise ist halt sehr freie Schnauze. Das ist schon sehr, wie ich auch bin, so wie ich mich eigentlich... Also ich glaube, wenn man mich jetzt ganz lange guckt, weiß man, glaube ich, wie ich drauf bin. Und dann weiß man auch, dass ich so bin halt auch, ne? Dass ich schon mal ein bisschen derbe sein kann. Aber für viele war das so eine Überraschung. So, du bist ja voll lustig, ja. Sorry, kam wohl in den letzten Videos nicht so rüber. Meine letzten Monate und ich sag mal so das ganze letzte Jahr war für mich wirklich furchtbar. Wirklich furchtbar, nicht nur für mich, für meine ganze Familie hier. Also wir hatten so wahnsinnig viele Sorgen, dass man manchmal gar nicht wusste, wohin. Wohin mit all diesen Sorgen irgendwie. Und viele schlaflose Nächte bei mir. Und YouTube hier, dieses ganze Ding, das ist, boah, das kann man nicht machen, wenn man scheiße drauf ist oder wenn man andere Sorgen hat. Und das hat man vielleicht auch ein bisschen gemerkt. Also so ein bisschen so meine Leichtigkeit und dieses Fluffige, das ist so ein bisschen weg gewesen. Und das kommt jetzt so langsam ein bisschen, also es beruhigt sich alles gerade so ein bisschen und ich finde so ein bisschen mehr wieder zu mir selber und da gehört auch dieses bisschen Bekloppte dazu. Also bin ich nun mal einfach. Und ja, das ist schön, dass ich das jetzt wieder sein kann. Es ist immer so schwierig. Ich wusste lange nicht, wie ich mein Ei hier auf YouTube legen muss, weil ich habe so eine wahnsinnige Konkurrenz, mit der ich immer versucht habe, irgendwie mitzuhalten. Und erst jetzt habe ich realisiert für mich, dass ich das nicht kann. Dass ich das auch nicht muss. Also wenn ihr, also was Schönes, Junges, Blondes mit tollem Hintergrund und ganz viel Lammfelldecken, Instagram-Bilder mit Ikea-Kerzen halt dann. Das bin ich jetzt einfach nicht. Das werdet ihr bei mir ja auch nicht finden. Das ist, glaube ich, einerseits Grund, warum ich auf YouTube erfolgreich bin und gleichzeitig der Grund, warum ich auf YouTube nicht so erfolgreich bin. Der Grund ist, dass ich halt schon älter bin. Ein bisschen Probleme mit meiner Figur habe. Ihr wisst es, ne? Das glaube ich, das allererste mit, das erste Thema bei meinen Videos war Abnehmen. Und das zieht sich seit jetzt 6 Jahren immer hin. Und immer diese, es sind immer diese 15 Kilo, die gehen rauf, die gehen runter, die gehen rauf, die gehen runter. Also es ist ein Hin und ein Her. Und dann, ne? Und ich habe 2 Kinder. Und ihr habt beide Kinder mitbekommen. Ne, als ich angefangen habe mit YouTube, da war gerade meine Tochter auf die Welt gekommen. Ne? Die war dann ein halbes Jährchen alt, die fing gerade an, da rumzukrabbeln. Und dann habt ihr die Schwangerschaft von meinem Sohn mitbekommen, wie der ja, auf die Welt gekommen ist. Und jetzt ist der auch schon 3. Ne? Also es ist Wahnsinn. Worauf wollte ich denn hinaus? Genau, und das ist alles so... alles hat das, habe ich so für mich reflektiert. Ja, also das hat auch alles was mit dem eigentlichen Titel hier zu tun. Jetzt fragt ihr euch, hä, ja, das ist zwar alles ganz toll, aber was zum Teufel hat das jetzt mit Cinderella zu tun? Und darauf, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Ich möchte meine eigene Cinderella-Story machen. Wie gesagt, das letzte Jahr war für mich und meine Familie sehr schlimm. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man so viele Sorgen und Probleme hat, dann gibt es kein Platz für Beauty, kein Platz für, was mache ich mit meinen Haaren, was ziehe ich an, gehe ich shoppen, ich gehe jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio oder zum Friseur oder ins Solarium. Das war auch alles finanziell nicht so möglich. Und ja, es ist alles immer ganz schwierig und ganz besonders, und das ist dann für mich dann als Beauty-Bloggerin natürlich eher extra mies, weil ihr eigentlich YouTube schaut und meinen Kanal, weil ihr was Schönes sehen wollt. Ihr wollt was, einen Menschen sehen, der schön ist und der was Schönes macht
warum, ich würde mir jetzt auch, jetzt auch jemanden angucken wollen, da, ne, aber so ist das Leben. Also wenn ihr was Realistisches wollt, dann seid ihr bei meinem, auf meinem Kanal richtig. Hier ist das reale Leben. Also es gibt bei mir keinen permanenten Haul, kein Geschoppe in London, L.A. und New York. Bei mir gibt es Kaufland, Lidl und Aldi Halls, wenn ihr wollt. Also es ist einfach so. Ja, mein Leben ist ein bisschen anders als das der anderen YouTuberinnen hier. Als zweifache Mutter und Hausfrau, die dieses YouTube-Ding nebenbei macht, wenn sie dazu die Zeit überhaupt findet. Das ist das, was mein Kanal hier ausmacht. Ja, ich bin ich, verstell mich nicht. Ich sage, was ich meine, was ich denke. Ich weiß, ich kenne dich da draußen. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Wie, wenn man... Der Alte guckt einen nicht mehr an. Man ist viel mit den Kindern und eigentlich ist man sehr viel alleine. Und die meiste Gesellschaft ist entweder die Kinder oder das Haustier und der Lebensgefährte, mit dem man schon viele Jahre teilt, zusammenlebt, der schenkt einem jetzt nicht mehr so die wahnsinnige Aufmerksamkeit. Und irgendwann, da schleicht sich so ein, das ist jetzt kein Prozess von heute auf morgen, das ist so, schleicht sich so ein, da denkt man, ach, wozu eigentlich noch Fitness? Wozu? Dann denkt man, warum muss ich mich jetzt hier schminken? Ich habe doch eh keine Zeit und dann sieht mich doch eh keiner. So, und dann... Ach, Friseur, warum soll ich jetzt Geld für einen Friseur ausgeben? Pff, ja, steht gerade eine Hochzeit an, irgendein Familienfest, Oma wird 80, bla. Nö, also brauche ich auch jetzt nicht zum Friseur. Und irgendwann stellt man alles ein und dann geht man einkaufen. Man hat jetzt vielleicht ein bisschen zugenommen, dann geht man sowieso schon nicht so gerne shoppen. Und dann denkt man, ach komm, was soll der Scheiß, ne? Irgendwie, es passt alles nicht, sieht alles kacke aus. Dann kommt man wieder und hat drei Tüten für die Kinder eingekauft und für den Mann, aber für sich Socken, paar Schlüppis und jetzt nicht die schönen sexy Schlüppis, sondern mehr so die ganze Kochen-Schlüppis, die Periodenhosen-Schlüppis, weil das ist dann auch egal, wenn da mal was reingeht, das ist dann solche Schlüppis, ne? So was meine ich, so das 10er-Pack von Primark, weißt du, die für 3 Euro. Schön ist das nicht. Also ich futze hier nicht rum, das ist der Stuhl, ne? Das ist der Stuhl, der hier so Geräusche macht. Nicht, dass ihr jetzt irgendwas Falsches denkt. Was ich in den nächsten Wochen vorhabe, ich möchte mich mehr um mich kümmern wieder. Ich möchte vom Aschenputtel zur Cinderella werden. Und das bedeutet nicht für mich, dass ich jetzt wieder jeden Tag anfange, dreimal am Tag Sport zu machen oder sowas Beklopptes, sondern ich gehe zum Friseur. Ich werde mich wieder mehr schminken, ich werde mich zurecht machen und ich werde einkaufen gehen, ich werde shoppen gehen, ich werde mir neue Klamotten kaufen gehen und zwar welche, die geil aussehen. Weil man kann auch wirklich mit Kleidergröße 40 und auch mit 42, 44, 46 kann man richtig geil aussehen. Stylisch, sexy, das geht alles. Das muss man nicht, man muss sich nicht immer so eine Schlabbersachen drüber schmeißen. Ich ziehe auch immer nur so eine Schlabberkacke an. Ich kann das nicht mehr sehen, diese alten, pratzigen Kacksachen, die ich angezogen habe, aus Not, weil ich viele Sachen nicht mehr wirklich reinpasse und dann hat man keinen Bock, sich irgendwie welche neuen Sachen zu kaufen und das ist alles nervt mich wahnsinnig. Genauso wie meine grauen Haare, ich bin so grau geworden. Das seht ihr alles nicht, ne? Aber ich meine, ich habe so dermaßen viele graue Haare bekommen. Auch ich habe sogar graue Augenbrauen Haare. Zupfe ich immer weg, so, ne, dann fällt nicht so auf, aber auf dem Kopf, boah, das letzte Jahr hat mir so körperlich auch zugesetzt, auch einfach nur, klar, und dann hatte ich ja diese In-Your-Challenge und habe da wahnsinnig reingehauen, habe so eine geile Figur gehabt und dann konnte ich dann durch diese ganze, ich hatte nicht, ganz ehrlich, ich hatte nicht mehr den Drive, ich hatte nicht mehr die Energie, mich wirklich so damit zu beschäftigen. Meine Gedanken, meine Energie waren nötig für ganz andere Sachen. Und dann habe ich mich optisch, körperlich total gehen lassen. Das ist einfach so. Und ich weiß, dass es da draußen ganz viele Mütter gibt. Ganz viele Frauen gibt. Es müssen nicht mal Mütter sein. Es gibt auch viele andere Frauen, die genau in derselben Situation sind. Die sich irgendwie gehen lassen. Die immer an andere Sachen denken. Immer an Kinder, an die Familie, an Partner, Haustiere, was auch immer. Aber nicht
an sich selbst. Und dann irgendwann sieht man aus wie Scheiße, hat sich aufgegeben und denkt sich einfach nur noch, was soll der ganze Kack eigentlich? Wozu? Wozu das alles? Und jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, ja, und dann, wozu das alles? Es geht mir gar nicht darum, ich werde mir jetzt wieder nicht irgendwie eine krasse Typveränderung machen oder, keine Ahnung, mir wieder irgendwas aufspritzen oder wegoperieren oder größer operieren oder was auch immer ich da. Das ist es gar nicht. Ich will jetzt auch nicht wieder so eine Crash-Diät machen. Ich werde mit euch jetzt auch kein Food-Tagebuch machen mit den ganzen tollen Chiasamen, die ich nicht esse. Also, das wird es alles nicht sein. Es geht wirklich nur darum, ein Make-up zu finden, was schnell ist, was mich aber besser aussehen lässt. Ich will was mit meinen Haaren machen, was ja ein bisschen weg von diesem. Ich bin einfach seit 2 Jahren nicht mehr zum Friseur gegangen, Look, ne? Also so einfach ein bisschen mehr Glamour. Ein bisschen mehr Style, ein bisschen mehr was Schickes. Für mich, weil ich es mir wert bin. Das klingt jetzt nach diesem L'Oreal-Werbespruch, aber es ist so, genau so meine ich das. Ne? Es ist so. Ich will einfach mehr wieder ich selber werden. Ich will mich finden. Das heißt für mich, Sachen auszuprobieren, das muss nicht immer alles gleich geil sein. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt jeden Tag ein Drag Queen-Make-up auflegen muss. Einfach irgendwie ein bisschen was machen mit einem, ne? Ein bisschen halt Cinderella werden und ich lade euch dazu ein, das mit mir zu machen. Ich habe heute in den Spiegel geguckt und dachte so, mein Gott, du siehst aus wie eine Staubmaus, wie eine gekämpfte Staubmaus. Ehrlich, ich kann das nicht mehr ab, ich kann das nicht mehr sehen, wie Aschenputtel. Und jetzt denkt ihr so, was will die eigentlich? Die hat doch glänzende Haare und die hat sich doch schön geschminkt. Ja, das mache ich fürs Video. Klar, damit die hier nicht direkt vom Stuhl fällt, wenn ihr meine Videos anklickt. Ne? Das ist aber nicht real, eigentlich ist es nicht real. Weil so sehe ich aus für euch, ja, weil ich mich hier jetzt hinsetze und ein Video mache. Aber so sehe ich nicht in meinem Alltag aus. In meinem Alltag, glaube ich, die Klamotten schon, ne? Aber die Haare, die sehen dann auch schon mal strähniger aus. Und Make-up, das siehst du dann aber auch eher nicht so, ne? Weil ich denke mir dann auch, ja, für wen denn? Meine Kinder interessiert das nicht. Und die Frau an der Kasse bei Aldi interessiert das noch viel weniger, wie mein Gesicht aussieht. Also, drauf gekackt, ne? So, aber das kann es nicht sein. Ja, ich bin 32 Jahre alt, ne? Da kann man sich doch nicht so aufgeben. Jetzt mal ernsthaft, ne? Also, wir dürfen das nicht zulassen. Wir dürfen uns nicht so... Doch, dürfen wir. Ganz ehrlich, doch, dürfen wir. Wir dürfen uns manchmal gehen lassen. Ihr habt absolut meine Erlaubnis, wenn ihr weder den Bock noch die Kraft, die Energie habt und alle gehen euch auf die Eier damit, von wegen, boah, du hast dich so gehen lassen, geh mal ins Fitnessstudio, hör mal auf zu essen, bla. Scheiß drauf. Wenn du das brauchst, das macht dich gerade glücklich. Ja, du hast jetzt keinen Bock auf Sellerie, sondern Schokolade und du hast keinen Bock auf McFit, sondern McDonald's, dann ist das eben so. Dann ist das so. Gönn dir das. Gönn dir das, wenn du das brauchst, wenn es gerade alles sowieso kacke ist. Dann gönn dir. Aber wenn du es satt hast, du bist jetzt schon quasi über dem Berg, ne? Also der Scheißhaufen ist schon so ein bisschen abgetragen, wird schon ein bisschen kleiner, du siehst schon das Licht am Ende des Tunnels, ja, am Horizont, ein Hoffnungsschimmer. Und du denkst dir jetzt so, boah, ja gut, ne, die Probleme an alles ist jetzt mal vorbei und ich sehe aus wie Kacke, dann mach das mit mir zusammen. Das ist so ein bisschen so die Message, die ich geben will. Es geht nicht darum, dass ihr jetzt eurem Alten wieder gefällt oder dass ihr wieder einen Waschbrettbauch braucht oder es geht nicht darum, ein anderer Mensch zu werden oder sich optisch jetzt total zu verändern. Es geht nur so ein bisschen darum, so wieder so sich selber zu fühlen und zu gucken, was steht mir eigentlich? Was ist eigentlich los? Ne? Was ist auf meinem Kopf los? Warum sind meine Haare so grau? Muss das sein? Ich bin 32 und bin bald komplett weiß. Muss nicht sein. Ne? Also, das ist es eigentlich, was ich euch sagen will. Ich hoffe, ich habe das irgendwie ein bisschen verständlich rübergebracht. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt jetzt irgendwie verstanden, was ich jetzt überhaupt sagen will. Es ist ein bisschen konfus, das Video, ne? Ich gebe es ja zu. Aber so ist das, wenn man frei Schnauze redet und sich das nicht vorher aufschreibt, dann ist das ein bisschen wir. Folgt mir unbedingt auf Instagram und Twitter und Facebook, damit wir uns gegenseitig motivieren und vielleicht Sachen zeigen oder und ja, dokumentieren, wie ein bisschen so unsere Verwandlung ist.
Macht gerne ein Foto von eurem aktuellen Look, von eurem Aschenputtel. Also es wäre schön, wenn ihr bei der Aktion mitmacht, dass ich nicht das einzige Aschenputtel bin. Und ja, wenn du kein Aschenputtel bist und du bist gesegnet mit allem, vielleicht ist es ja trotzdem für dich spannend, ne? Vielleicht kann man so ein bisschen trotzdem was mitnehmen, ne? Also es würde mich freuen. Es würde mich freuen, wenn auch, wenn das hier auch so schönes Feedback bekommen würde, wie mein letztes Video, auch wenn ich jetzt weniger Vagina gesagt habe und Musch. Wie kann ich das jetzt noch einbauen? Das hat euch so gut gefallen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht muss auch nicht in jedem Video meine Vagina thematisiert werden. Jetzt fertig. So, mein Stichwort, Mami ist fertig. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Tschüss. Sag mal tschüss.